Hallo, hier ist Edda, eure Personal Trainerin mit den Übungen der Woche. Wir brauchen später noch ein Gummiband und ein Handtuch. Als erstes beginnen wir mit einer Übung in der tiefen Hocke. Wie kommen wir in die tiefe Hocke und können auch die Fersen auf dem Boden lassen? Wir nehmen eine etwas breitere Gretstellung ein. Wenn ihr wisst, dass es euch schwerfällt, in der tiefen Hocke die Fersen auf dem Boden zu lassen, dann die Füße schon etwas breiter auseinandernehmen, die Arme nach vorn, Bauchbeckenboden einziehen. Wir gehen so tief, wie es möglich ist und schieben uns wieder nach oben, strecken die Beine. Gehen so tief, wie es möglich ist, die Fersen auf dem Boden zu lassen. Wenn ihr ganz nach unten kommt, ist es okay. Und wir schieben uns schon mal ein bisschen über die Seite. Wenn ihr merkt, es fehlt noch ein bisschen, um ganz tief nach unten zu kommen und trotzdem die Fersen auf dem Boden zu lassen, nehmen wir die Füße noch ein bisschen weiter auseinander und gehen ganz tief nach unten. Das heißt, der Abstand der Füße ist entscheidend, ob ich die Fersen auf dem Boden lassen kann und die Beweglichkeit wird von Mal zu Mal besser. Wir lassen uns ganz in die tiefe Hocke sinken, ein bisschen hin und her bewegen, hilft uns immer tiefer in die Dehnung zu kommen und dann falten wir die Hände, ziehen die Achselhöhlen über die Knie, die gefalteten Hände Richtung Brustkorb, Kinn zur Brust, Nacken lang, das heißt, den Rücken strecken wir so gut wie möglich. Am Anfang erstmal 1 bis 2 Minuten, später die Übung etwas verlängern, bleiben wir 3 Minuten in der tiefen Hocke und dann haben wir 2 Möglichkeiten. Aus der tiefen Hocke können wir Beine strecken und den Oberkörper nach unten sinken lassen, Füße etwas zusammen, mit gestreckten Knien den Oberkörper locker hängen lassen, dass wir im unteren Rücken die Dehnung spüren, in der Beinrückseite, Kopf, Schultern und Arme locker hängen lassen und dann Bauch und Beckenboden einziehen, uns Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Ganz strecken. Oder wenn ihr diese tiefe Hocke morgens macht, direkt nach dem Aufwachen, vor dem Bett, ohne besondere Vorkehrungen, in die tiefe Hocke, 3 Minuten halten, Rücken, Nacken lang, Knie Richtung Achselhöhlen, gefaltete Hände Richtung Brustkorb und dann nach den 3 Minuten tiefer Hocke noch einmal ins Bett legen, ohne Zwischenschritte, einfach ganz entspannt ablegen, strecken, Rücken, Nacken, Beine, Arme ganz locker ablegen und 3 Minuten liegen bleiben. Den Dehnreiz noch einmal spüren, die Streckung im Körper. Und hier bietet es sich an, sicherheitshalber den Wecker zu stellen, weil diese 3 Minuten Entspannung dem Körper so gut tun, dass man glatt wieder einschlafen könnte. Das wäre also auch eine Möglichkeit, wenn ihr mal eine schlaflose Nacht habt, probiert es einfach aus. Die tiefe Hocke ist so ein intensiver Dehnreiz, dass unser Körper dann gern mal sagt, ach nö du, ich möchte jetzt doch lieber schlafen. Ja? Und in der tiefen Hocke mobilisieren wir den unteren Rücken. Je tiefer wir kommen, spüren wir die Dehnung im unteren Rücken. Wir bringen den Energiefluss im Wurzel unserer Sakralchakra in Gang. Das sind zusätzliche Nebeneffekte. In der nächsten Runde wollen wir etwas für unsere Füße tun. Und hier brauchen wir unser rotes Gummiband. Schon vorbereitet. Die Übung für die Füße können wir im Stehen oder im Sitzen machen. Da könnt ihr die
Füße entweder Socken anlassen oder ihr zieht komplett die Schuhe aus, dass die Füße frei beweglich sind. Und wir haben verschiedene Bereiche für die Fußmuskulatur, die wir erst einmal mobilisieren wollen. Das heißt, das Zehen einkrallen, das ist allgemein bekannt, ja, dass wir also die Zehen einmal zusammenkrallen. Dann haben wir im Fußbereich einmal von quer herüber unterm Fußballenmuskulatur. Wenn die abgeschwächt ist, dann kann sich das äußern, dass wir unter dem Fußballen ein Ziehen oder Stechen spüren. Und um diese quer verlaufende Muskulatur am Fußballen zu aktivieren, stellen wir uns vor, wir würden hier in der Mitte des vorderen Fußes mit einem Faden die Mitte des Fußes nach oben ziehen. Also der Bereich kleiner Zeh, großer Zeh seitlich bleibt am Boden und in der Mitte des Fußballens stellen wir uns vor, wir würden die Füße immer nach oben ziehen mit einem Faden. Am Anfang ist es so, dass wir, wenn wir das probieren, noch nicht so geübt sind. Das heißt, wir sehen noch keine große Bewegung an den Füßen. Wir müssen quasi erst die Muskulatur finden und aktivieren. Trotzdem noch nicht vielleicht viel passiert mit den Füßen oder nicht das Gewünschte passiert, ist es trotzdem schon wirkungsvoll. Das heißt, wenn ihr Beschwerden im Ballen habt, dann ist es durchaus möglich, dass diese schon innerhalb einer Woche verschwinden, wenn ihr immer morgens, abends, zwischendurch mal so ein bisschen mit den Füßen spielt, je nach Schuhwerk einfach mal ein paar Minuten nutzen und üben. Wir haben dann längs unterm Fuß Fußmuskulatur und auch ein Fußgewölbe. Ja, diese Gewölbe unterm Fuß, also einmal quer, einmal längs, dienen dem Abpuffern, Abfedern, wenn wir laufen. Ja, und dieses Muskulatur und eine bindegewebige Platte hier unter der Fußsohle, dieses Längsgewölbe, wird aktiviert, indem wir hier auch wieder die Zehen ganz flach auf dem Boden lassen und dann stellen wir uns vor, wir würden hier in der Mitte des Fußes nach oben ziehen, dass also längs ein Fußgewölbe sich wieder bildet. Macht am Anfang gerne den rechten und linken Fuß nacheinander, dass ihr euch in Ruhe darauf konzentrieren könnt. Zwischendurch immer mal wieder darauf achten, dass die Schultern kreisen und hinten unten bleiben. Der Nacken mischt sich gern ein, wenn wir uns auf eine Bewegung konzentrieren wollen. Und immer die Zehen flach auf den Boden nehmen und die Mitte des Fußes nach oben ziehen. Dann ist es auch wichtig, im Fußbereich Fußoberseite und Schienbein zu aktivieren, indem wir die Fersen auf dem Boden lassen und die Zehenspitzen nach oben ziehen. Und auch, dass wir die Fußballen auf dem Boden lassen, die Fersen nach oben ziehen. Im Zehenbereich und im ganzen Fußbereich können wir mobilisieren. Hierzu könnt ihr auch gern aufstehen, das Körpergewicht etwas besser ausnutzen. Wir gehen also als erstes vom großen bis zum kleinen Zeh nach hinten gebeugt, innen und außen, strecken auf der Fußoberseite und im Schienbein, im Knöchelbereich die Bewegung, die Zehen nach hinten, richtig schön durchkneten durch die Innen- und Außenbewegung. Am besten einen etwas weicheren Untergrund wählen, damit es nicht gleich zu intensiv ist und dann natürlich Fuß wechseln. Aber auch das könnt ihr im Sitzen machen, ja, wenn wir auf dem Stuhl sitzen, ein bisschen mit den Füßen arbeiten. Sie danken es uns und freuen sich wirklich drüber. Auch die andere Richtung, das heißt, wir biegen die Fersen nach vorn und ziehen, wir biegen die Zehenspitzen nach vorn und ziehen die Fersen nach hinten, auch hier wieder im Bereich des Fußballens. Innen und außen bewegen, das
die Muskulatur schön locker wird und das Fußgelenk geht mit. Alles im Rahmen des Möglichen. Um die Füße noch weiter zu kräftigen, für die Außenseite ist immer unser Gummiband hilfreich. Das heißt, die Innenseite der Füße und der Beine können wir gut kräftigen, indem wir die Fußinnenseite fest gegeneinander pressen. Also hier, die Fersen sind schon zusammen und mit jeder Ausatmung pressen wir die Fußinnenseite fest zusammen. Hier entsteht die Spannung auf der ganzen Oberschenkelinnenseite bis zum Beckenboden. Spüren wir das? Ja, hier brauchen wir keine Hilfsmittel. Und wenn wir die Außenseite aktivieren wollen, dann nehmen wir wieder das Gummiband in der Mitte der Füße. Die Fersen stellen wir etwas weiter nach außen, sodass wir schon Zugspannung auf dem Gummiband haben. Und mit jeder Ausatmung ziehen wir jetzt die Füße nach außen. Die Fersen sind auf dem Boden. Die ganze Zeit haben wir schon etwas Spannung. Immer wieder auf die Körperhaltung auch achten. Bauch, Beckenboden eingezogen, Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern. Immer wieder kreisen lassen, hinten unten anhalten, dass der Oberkörper aufgerichtet ist und uns hält. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit, die Füße zu bewegen, die im Alltag auch etwas zu kurz kommt. Hier können wir das Gummiband auch etwas unter Spannung lassen. Wir kippen die Füße einmal auf die Innen- und auf die Außenseite. Also schön weit nach innen und außen bewegen. Im Alltag kommt unsere Bein- und Fuß-Innen- und Außenmuskulatur etwas zu kurz. Wir laufen auf geraden Wegen, nicht wie früher Kopfsteinpflaster, unebenes Gelände, wo die Muskulatur automatisch immer ein bisschen ausgleichen musste. Wir laufen auf geraden Wegen und dadurch ist die Fuß- und Beininnen-Außenseite nicht so gut trainiert. Wenn dann mal ein Schlagloch kommt, dann kann es leicht passieren, dass man da gleich einen Bänderrisszerrung hat und das dauert dann halbes, dreiviertel Jahr, bis das gezerrte oder gerissene Band durch Muskelkraft ausgeglichen werden kann. Wenn es schneller geht, umso besser. So, soweit zu den Füßen. Diese Möglichkeiten erstmal und prinzipiell natürlich immer ein bisschen mit den Füßen arbeiten. Ja, wenn wir sitzen, können wir also auch einmal die Füße strecken. Je nach Schuhwerk, je nach Gelegenheit, nutzt das auch mal bis zu den Füßen zu denken. Für unsere Hausaufgabe in dieser Woche kommen wir in die Rückenlage. Wir nehmen eine Handtuchrolle zusätzlich zur Unterstützung. Das heißt, ich habe jetzt hier ein etwas größeres Handtuch. Ihr könnt ebenso ein normal großes Handtuch nehmen, das heißt, die Rolle ist hier etwas dicker. Wir haben aber eine positive Wirkung schon bei Unterschieden von halben Zentimeter, einem Zentimeter. Man könnte sagen, Prinzessin auf der Erbse ist also wirklich keine Erfindung. Es diente vielleicht damals schon der Muskellockerung. Wenn wir Verspannungen im oberen Rücken haben, im Bereich Schulterblätter, dann können wir diese Handtuchrolle zusätzlich zur Lockerung nutzen. Das heißt, wir kommen in die Rückenlage und die Handtuchrolle ist im Bereich der Schulterblätter. Die Beine stellen wir an, Bauch und Beckenboden ziehen wir ein, falten die Hände am Hinterkopf, lassen uns erstmal ganz locker mit dem Rücken über die Handtuchrolle und entspannen. Wenn wir jetzt kräftig ausatmen durch den schmalen Mund, ziehen wir den Brustkorb flach, Kinn ist sowieso zur Brust, Nacken lang und ziehen uns etwas nach oben. Hier sind wir also noch mit der Handtuchrolle im aktiven Bereich. Die Ellenbogen lassen wir weit nach außen.
Mit dieser Bewegung brauchen wir hauptsächlich den oberen Bauchmuskelanteil. Einmal kurz ablegen und locker lassen. Nochmal aufbauen. Für die Position in der Rückenlage, Beine angestellt, Bauch und Beckenboden eingezogen, unteren Rücken fest zum Boden, Brustkorb flach und die Handtuchrolle bringt eine zusätzliche Mobilisation für die Rückenwirbelsäule. Um die Richtung gut zu finden für die Aufrichtung, könnt ihr am Anfang besser auch die Fingerspitzen Richtung Decke ziehen, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und immer mit der Ausatmung ziehen wir Fingerspitzen und Nasenspitze Richtung Decke. Bei einer so dicken Handtuchrolle kann das schon sehr intensiv sein. Das heißt, probiert das erstmal aus. Kleinere Handtuchrolle, größere Handtuchrolle. Mit der Ausatmung nach oben ziehen. Der Brustkorb zieht flach. Das Kinn bleibt zur Brust, der Nacken lang, Blick, Fingerspitzen, Nasenspitze Richtung Decke. Hier können wir auch mit kleinen Bewegungen halten. Der Untergrund muss hier schon etwas fester sein, dass wir einen guten Gegenhalt haben. Und zur Entspannung können wir uns ganz locker ablegen. Wenn wir abends mit dieser Handtuchrolle schlafen gehen, dann können wir einfach diese auch so liegen lassen und auch wenn wir in der Seitenlage zum Schlafen kommen, dann dient die Handtuchrolle dazu, dass die Wirbelsäule hier eine etwas aufgebogene Form bekommt. Sprich, wenn wir hier etwas erhöht liegen im Brustbereich, wird die Muskulatur und das Bindegewebe, was hier am Rumpf die Wirbelsäule unterstützt und begleitet und den Brustkorb von ganz alleine gelockert und ihr macht es so lange, wie es euch angenehm ist. Ja, wenn man mit der Handtuchrolle einschläft und im Körper das irgendwann unangenehm ist, dann legt man das automatisch raus. Zu Beginn, also hier für unsere Hausaufgabe, erstmal startet ihr auch gerne ohne Handtuchrolle, probiert es aus, wie es für euch angenehm ist. Bauch und Beckenboden ziehen wir ein. Auf einer festen Unterlage liegen wir. Da reicht auch vor dem Bett der Bettvorleger, dass es ein bisschen geschmeidig ist, aber fest. Mit der Ausatmung ziehen wir also Bauch und Beckenboden ein, ziehen den Brustkorb flach. Und um wirklich sicher zu gehen und den oberen Bauchmuskelbereich gut zu erreichen, strecken wir die Arme Richtung Decke und ziehen uns senkrecht zur Decke nach oben. Nach einigen Wiederholungen spüren wir, der obere Anteil der Bauchmuskulatur wird aktiviert. Der dient dazu, dass der Brustkorb flach zieht und damit unterstützen wir im oberen Rücken auf der gleichen Höhe die Rückenmuskulatur und können so unsere Rückenbeschwerden im Bereich der Brustwirbelsäule peu à peu lösen. Kinn zur Brust, Nacken lang, die gefalteten Hände oder locker ineinander gelegten Hände über den Kopf oder am Hinterkopf. Noch ein bisschen die Arme immer nach oben ausgebreitet lassen, dass wir den Dehnreiz im Armansatz vorn spüren. Wird dann auch zur Entlastung des Nackens führen. Zum Aufstehen achtet drauf, wenn ihr mit dem unteren Rücken Beschwerden habt oder auch vorbeugend, immer ein Knie dicht heran, wenn ihr aufstehen wollt und dann zur Seite nach oben schieben. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder hier ein bisschen mitzuturnen. Bleibt gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke.